Oberhalb von Sarntein im Sarntal befindet sich der Fischerhof. Hier lebt die Familie Sturfer. Wie seine Vorfahren setzt auch Gottfried auf die Milchwirtschaft. Täglich füttert er seine Tiere und melkt die Kühe im Stall. Bergbauern werden von der öffentlichen Hand gefördert, da ihre Arbeit einen Mehrwert für die gesamte Gesellschaft darstellt. Nichtsdestotrotz, da viel im Nebenerwerb sind, stellt sich ein Landwirt jeden Morgen die Frage, wenn er in den Stall geht und früh aufsteht und das auch am Wochenende und am Feiertag tut, ob er das noch sinnvoll tut, auch ökonomisch sinnvoll tut. Bei aller Freude an der Arbeit, bei aller Freude auch an der Natur, ist das eine Frage, die er sich stellt. Und manche kommen zu dem Schluss, das sind so im Jahr etwa 1,5% der Betriebe, dass sie sagen, das lohnt sich für mich ökonomisch nicht mehr. Und unser Ziel ist, weil die doch sehr massiven Effekte auch auf die Erhaltung der Kulturlandschaft haben, diese Betriebe in Erzeugung zu lassen. Das kann man zum einen mal, indem man die Erzeugung selbst noch wirtschaftlicher macht, und zum anderen, indem man möglicherweise auch Alternativen für diese Landwirte sucht, die die starke Arbeitsbelastung, die die Milcherzeugung mit sich bringt, nicht mehr tragen können. Deshalb hat das Ressort für Landwirtschaft den Aktionsplan für Berglandwirtschaft ins Leben gerufen und die Freie Universität Bozen zusammen mit dem Versuchszentrum Leimburg beauftragt, Lösungsmodelle zu erarbeiten, die das Leben der Bergbauern in Südtirol langfristig sichern. Zunächst geht es um die Frage nach der Produktion hofeigener Produkte. Hier möchten wir die Bauern begleiten, wissenschaftlich begleiten und sie unterstützen bei dieser Produktion. Wir reden hier von Produkten wie Milch und Fleisch, aber auch von Nischenkulturen. Dazu gehören Getreide, Kräuter, Gemüse, aber auch Beeren und Steinobst. Gottfried Sturfer ist nach wie vor von der Milchwirtschaft überzeugt. Dennoch sucht auch er nach Möglichkeiten, die Arbeit am Hof zu optimieren. Der Beratungsring für Berglandwirtschaft bietet individuelle Beratung an. Sag mir, was hast du gebraucht? Nein, ich war da, man hat angefangen mit einer Beratung, bei den Milchviehbetrieben etwas kann optimieren. Ja. Das ist allem ein bisschen ein Prozess dahinter. Das heißt, man muss rausgehen, man muss im Betrieb einmal umschauen, die ganze Situation einmal erheben. Wie ist das jetzt zur Zeit? Dann muss man herausfinden, wo sind Punkte, wo man umsetzen kann, wo es man verbessern kann, optimieren kann. Und dann kommen die ganzen anderen Fragen noch wegen Alternativen dazu und so weiter und so fort. Also, wenn ich heute hergehe, sage ich, gehe heute raus, sage, okay, für dich ist das und das interessant. Meistens liegt man es daneben. Der erste Weg führt direkt in den Heustadel, denn die Futterqualität ist ein wichtiger Parameter für die Gesundheit der Tiere und für die Güte der Milch. In den vergangenen 10 Jahren wurde an der Leimburg eine Datenbank zur Beschreibung des Verlaufs der Futterqualität von Dauerwiesen angelegt. Seit Anfang des Jahres steht Bergbauern die webbasierte Applikation WebGras zur Verfügung. Damit ist jeder Bauer in der Lage, eine erste Schätzung über die Qualität des Heus nach dem ersten Schnitt am Hof zu erstellen. Das sind praktisch alle Parameter, die auch über eine Futterprobe bekommen würde. Das heißt, wir haben die Faser, wir haben Protein, wir haben Energiegehalt, Verdaulichkeit. Und auf der anderen Seite gibt es auch eine Schätzung auch für die Mineralstoffe. Für eine detaillierte Analyse der Futterqualität sind Laboranalysen allerdings unabdingbar. Das Labor des Versuchszentrums Leimburg steht dafür zur Verfügung. Dort wird die Qualität des angelieferten Heus bestimmt. Zuvor wird das Heu gemahlen, dann abgewogen und im Trockenschrank bei 105 Grad Celsius für 4 Stunden getrocknet. Im Muffelofen werden die organischen Bestandteile verascht, die anorganischen bleiben zurück. Die Rohasche beinhaltet mineralische Verbindungen des Grundfutters sowie erdige Verunreinigungen und zeigt somit den Verschmutzungsgrad des Grundfutters an. Mit einer 3%igen Salzsäurelösung werden die Mengen- und Spurenelemente aus der Rohasche gelöst, die gesamte Lösung gefiltert und mit dem Plasmaspektrometer gemessen. Und diese bereits vorhandenen Kompetenzen an der Leimburg werden jetzt gebündelt mit Kompetenzen der Uni Bozen.
Die haben vor allem Fachwissen im Bereich Tierzucht und Tierhaltung. Und gemeinsam wollen wir eben unser Wissen bündeln und unsere Kräfte bündeln, um das Thema Fleisch- und Milcherzeugung in Südtirol voranzutreiben und wirklich da zusätzliche Erwerbsschienen für Bauern aufzeigen zu können, die bisher vielleicht noch wenig verfolgt worden sind. So könnte nach eingehender Prüfung in bestimmten Lagen der Anbau von Bergkräutern empfohlen werden oder aber die Produktion von Qualitätsfleisch. Für den Milchviehhalter, der das Rind ja klassisch gut kennt, ist natürlich die Rindfleischerzeugung zunächst einmal das Naheliegendste. Und zusätzlich aus dem Grund, dass das ein Markt bei uns ist, der nicht erschlossen ist. Das heißt, wir essen alle Rindfleisch, aber das kommt überwiegend von woanders, obwohl eigentlich der Südtiroler Verbraucher ja das regionale Produkt sehr schätzt. Da wollen wir ansetzen, also da wieder eine Erzeugung in der Breite auch umzusetzen, die ein Ersatz sein kann, die die Flächen weiter nutzt, die Landschaft offen hält und gleichzeitig Einkommen generiert für den Landwirt. Ja, es gibt sicher Alternativen. Leider müssen die Alternativen von jedem selbst abgestimmt sein und der muss selbst eigentlich ein bisschen wissen, wo ich hingehen will.